Mit einem herzlichen Gruß aus Köln wende ich mich heute an die Brautpaare, an jene, die sich auf die Ehe vorbereiten. Ich weiß, dass viele in einer nicht ganz leichten Situation sind. Der Hochzeitstermin steht, kann er wirklich stattfinden? Mich hat angerührt, dass ein Paar sich an mich gewandt hat und mir berichtet hat, sie wollen beim Termin Anfang Mai bleiben. Und dieser Termin wird jenseits der Öffentlichkeit stattfinden, nur mit einem Priester und zwei Zeugen in einer Kirche. Das Fest wird dann später nachgeholt. Sie hätten sich gefragt, was ist eigentlich das Entscheidende, das Fest oder das Sakrament, das wir uns spenden? Und sagten, wir wollen das Sakrament an diesem Tag uns spenden, daran festhalten, das ist das Entscheidende. Das Fest, das kann später gefeiert werden. Gut, man muss nicht zu dieser Entscheidung kommen, aber mich hat es doch sehr bewegt. Jene, die unterwegs sind zur Ehe, zwei Tipps. Einen ersten, es gibt ein Buch, das sehr hilfreich ist, um die Kommunikation, die ja nun entscheidend ist, nicht nur in der Ehe, aber auch in der Ehe, zu erlernen und zu vertiefen. Gary Chapman, die 5 Sprachen der Liebe. Wenn Sie das mit Ihrem Partner, Ihrer Partnerin einfach mal gemeinsam lesen, studieren, es ist spannend und hochinteressant. Mehr sage ich dazu gar nicht. Ja, und dann noch, Achtung, jetzt kommt Werbeblock in eigener Sache. Ich habe mal ein Büchlein geschrieben, was so das Thema Ehe und Liebe, Partnerschaft und Sexualität, Leidenschaft und alles, was dazugehört, beleuchtet aus der Sicht der Lehre des heiligen Papst Johannes Paulus II. Für immer ja, ein Kurs in Sachen Liebe. Vielleicht finden Sie auch darin einen Gedanken, der Ihnen hilft, sich auf die Ehe vorzubereiten. Ich begleite Sie gerne mit meinem Gebet und meinem Segen. Alles Gute.